11. April 2021, Zeit für ein weiteres Wort zum Sonntag. Eine geballte Ladung heimischer Football ist dieses Wochenende für uns niedergeprasselt. Zwar noch nicht live vor Ort, denn nach wie vor sind Zuschauer in den Stadien und auf den Spielplätzen nicht erlaubt. Aber ein Spiel lief im TV und etliche andere Spiele konnte man im Livestream verfolgen. Insgesamt waren 7 Spiele angesetzt und das ganz bestimmt die gute Nachricht, alle 7 konnten stattfinden. Das heißt, man hat das Covid-19 technisch einmal zumindest zum Saisonstart der beiden Saisonen im Griff. Keine besonderen Vorkommnisse. Alle Spiele wurden absolviert. 2 von denen waren in der Austrian Football League, in der Bundesliga am Samstag und ja, 5 insgesamt zum Saisonstart der Division 2, der zweiten Bundesliga. Auch die konnten allesamt stattfinden und aus dieser Division 2 soll ja im nächsten Jahr die ersten 4, die nicht Raiders 2 oder Vikings 2 heißen, in die AFL aufsteigen, um diese Bundesliga auf 10 Teams auszuweiten. Zu diesem Vorhaben des Verbandes gemeinsam mit den Vereinen später mehr. Zunächst mal zu den Ergebnissen. Wir starten mit der Austrian Football League. Da gab es ja schon die zweite Runde an diesem Samstag. In der ersten Woche haben wir wenig Überraschendes gesehen. Wir wissen, die Dacia Vikings Wiener sind stärker als die Rangers Mödling. Das hat sich auch so in Woche 1 der AFL gezeigt. 41-7 der Sieg. Wir wissen auch, die SsangYong Danube Dragons haben zuletzt 3-mal die Projektspiel der Graz Giants knapp geschlagen. So auch zu Beginn des Jahres 2021. 35-16 der Sieg. Dieses Wochenende sind die Raiders eingestiegen. SWACO Raiders Tirol, eine Unbekannte, denn im Vorjahr, wie alle anderen, bis auf Vikings und Giants, ja, kein Saisonspiel gespielt. Noch dazu mit einem neuen Headcoach, mit Herrn Heron statt Sean Fattah und kamen nach Graz relativ eingerostet. Und es sah am Anfang gut aus für die Giants, dann aber sind die Raiders dann zu sich gekommen und haben einen klaren 45-18 Auswärtserfolg bei den Grazern in Eckenberg gefeiert. Und die Giants nach einem guten Start dann irgendwo wie den Fokus verloren. Der Martin Kotzian wiederholt sich in Interviews mit Erklärungen der letzten Jahre, muss man sagen, mit Fokus verloren und den Gameplan nicht adjusten können, wie man es wollen hat, und individuelle Fehler und mental an sich arbeiten und A-Game bringen, dann kann man so einen Gegner schlagen. Jo, man weiß es jetzt zumindest am Papier, irgendwann einmal muss es am Feld auch noch klappen, die Giants klar hinter Vikings, Raiders und jetzt eigentlich auch den Dragons, die Nummer 4 in Österreich, muss man sagen. Das würde aber fürs Playoff reichen und dann sind ja die Karten neu gemischt. Vielleicht klappt es ja mal mit einer Überraschungssieg dann im Halbfinale mit einem Austrian Bowl-Einzug wieder. Ja, das andere Spiel, das Wiener Stadtderby, das gibt's ja noch nicht so lang eigentlich, denn 2011 sind erst die Danube Dragons nach Wien gezogen von Karneuburg und seitdem sie in Wien sind, gab es 19 Spiele. Alle 19 Spiele sind an die Dacia Vikings Wiener gegangen und auch dieses Wochenende, an diesem Samstag, gab es für die SsangYong Danube Dragons nichts zu holen. 38-28 der Sieg der Wikinger auf der Ravelinstraße, hört sich jetzt nicht nach viel an, ist auch nicht gewesen, aber der Sieg war tatsächlich nie gefährdet. Es sind die Dragons nie so richtig, haben nie richtig den Fuß reinbekommen, dieses Spiel wirklich gewinnen zu können. Auch hier, Stefan Bakornet gerät da ein bisschen Gefahr, immer dasselbe jedes Jahr zu sagen. Man merkt, die Dragons werden stärker. Das Kudos, also das ist ganz bestimmt so. Aber es ist noch nicht gut genug, um an die Vikings und eventuell auch an die Raiders ranzukommen. Ich gehe davon aus, dass sich ein ähnliches Bild zeigen wird 2021, wie wir das eigentlich 2019 vor Corona gehabt haben. Vorne werden sich Raiders und Vikings ausmachen. Wer der Nummer 1 in Österreich ist und dahinter werden sich alle auffahren. Außer es passiert irgendwas Spektakuläres noch in Graz oder in Transdanubien bei den Dragons oder vielleicht in Prag, wer weiß, wenn die einsteigen, wie die gut sind, falls sie jemals in die Liga einsteigen können. Ja, soweit, so gut. Irgendwie nicht viel Neues. Also Déjà-vus an jeder Ecke. Also ich bin jetzt nicht besonders überrascht von den Ergebnissen, die wir erlebt haben. Wobei am ehesten noch von dem klaren Sieg der Raiders auswärts, weil man hat ja wirklich nicht gewusst, Sandor Platzgummer ist nicht mehr dabei, ein neuer Coach und okay, alter Quarterback, der Mann weiß schon noch, wie es geht, Sean Shelton. Aber ganz klar war es nicht, wie das ausgehen wird. Aber die Raiders problemlos am Ende des Tages in Graz dann gewonnen. So weit, so gut, so schön. Das heißt, in der Tabelle sind jetzt die Vikings und Raiders vorneweg. Hinten sind die Giants. Das wird sich, glaube ich, noch ändern. Ich gehe davon aus, dass die Giants in der Lage sein werden, mit den Rangers mitzuhalten beziehungsweise sie zu schlagen. Und ich glaube auch, dass Prag nicht wirklich eine Rolle spielen wird in dieser Liga, weil sie einfach trainieren können. Und wenn sie jetzt einsteigen als untrainiertes Team, ich glaube nicht, dass das so einfach werden wird, da viele Siege zu landen. Ja, interessanter die Ergebnisse aber jetzt in der Division 1, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu gemein wäre und zu hart wäre.
Aber es muss, das muss sein jetzt irgendwie, weil da gab es ein paar Ergebnisse, die dann schon auch dieses Unterfangen, die Liga auf, die Bundesliga auf 10 Teams ausweiten zu wollen, ein bisschen in Frage stellt. Ja. Kommen wir mal zu den Ergebnissen. Telfs hat gegen Amstetten gespielt und das ist einmal ein hochinteressantes Ergebnis. Amstetten abgestiegen von der AFL 2019, kein einziges Spiel gewonnen, 0-10. Die knappsten Ergebnisse noch gegen das zweite Team, das da vor einigen Jahren aufgestiegen ist, Steel Sharks, die auch abgestiegen sind, kommen darunter, haben seit 994 Tagen kein Footballspiel gewonnen. Okay, 365 kann man abziehen, weil 2020 ist nicht gespielt worden, aber sehr lang nichts gewonnen, außer der Silver Bowl in dem Jahr 2008, nach der sie dann aufgestiegen sind in die Bundesliga. Kommen nach Delft zu einem Verein, dem man nachsagt, sie wollen auch 2022 in die Bundesliga rauf und es steht dort kurz vor Ende 39-0 für Amstetten. 39-6 der Endstand. Das ist schon ein Zeichen auch, wenn ich jetzt Verantwortlicher bin in Delft, würde ich sagen, ich will mit der Mannschaft, die jetzt gerade 6-39 gegen einen Absteiger aus der Bundesliga verloren hat, der dort kein einziges Spiel gewonnen hat, dann gegen die Raiders, die Vikings, die Giants und Dragons und wie sie heißen spielen. Echt? How come? Das ist ungefähr so, ich sehe gerade im Fernsehen rennt gerade Rapid gegen Salzburg. Das ist so ein, ungefähr so, wie wenn man sagt zur Viktoria drüben, die in der Regionalliga ausspielen. So, nächstes Jahr spielt ihr nicht mehr gegen Wienerberg und gegen einen Sportclub, sondern ihr spielt dann gegen, ja, sagen wir mal so, Real Madrid, Paris Saint-Germain und der schlagbaren Gegner haben wir noch die Austria Wien. Nicht Leimann. Und das sollten sich auch die Patriots gut überlegen. Ich meine, die Saison ist jung, ein Spiel gespielt, aber das ist einmal ein Zeichen dafür, dass es jetzt für die AFL so nicht reichen kann. Also wenn man gegen einen Absteiger, der dort oben kein Spiel verloren hat, hoch verliert, ist man eigentlich nicht dabei. Kommen wir zum nächsten Ergebnis, das eine ähnliche Sprache spricht, nämlich das der Vienna Vikings 2 gegen die Steel Sharks 3. Auch die Steel Sharks 3 sind in der AFL gewesen, sind runtergegangen, haben dort gewonnen. Gegen wen? Gegen Amstetten. Gegen sonst? Niemanden. Haben alles andere verloren, kommen daher und fahren nach Wien, haben ein gutes Spiel gemacht gegen die Vikings 2, war im Livestream zu sehen, war eine richtig geile Zweitligapartie, aber das war es auch schon wieder. Die Steel Sharks 3 haben am Ende verloren, 34-35, das ist in Ordnung, aber sie sind auf dem Niveau, sie sind auf dem Niveau, wo der Nachwuchs, wo das Zweierteam der Vikings ist, da sind sie dabei und beim Einserteam der Vikings sind sie nicht dabei. Das heißt, dort wo sie sind, in dieser Division 1, sind die Steel Sharks 3 super aufgehoben, weil da sind sie mit allen anderen Teams auf Augenhöhe, da haben sie Chancen, Spiele zu gewinnen, da haben sie Chancen, die Meisterschaft zu gewinnen, da haben sie Chancen, Pokale zu holen. In der AFL haben sie die Chance, nicht abzusteigen, wenn andere auch mit einer aufsteigen. Aber diese Teams, das Einzelteam der Vikings zu schlagen, davon kann keine Rede sein. Davon kann einfach keine Rede sein. So wird das nicht funktionieren. Die anderen Ergebnisse. Hoffnungsschimmer. Klagenfurt, Corinthian Lions verlieren gegen das fusionierte Salzburger Team aus Bulls und Ducks 6-53. Die Ducks und Bulls, jetzt Salzburg Football Team, wollen auch aufsteigen. Da glaube ich es am ehesten noch momentan, weil ich sage jetzt mal, die Bulls waren jetzt nicht der Contender in der Division 1, aber die waren gut dabei in den letzten Jahren in der Division 1. Die sind jetzt zumindest nie in Abstiegsgefahr gewesen, immer knapp dran am Playoff. Jetzt gemeinsam mit den Ducks von der Größe her, falls nicht allzu viele Leute ineinander abhanden kommen, haben sie zumindest rein rechnerisch das Potenzial, in der Bundesliga spielen zu können. Das erste Ergebnis, 53-6 gegen die Corinthian Lions, spricht dafür, dass das in die richtige Richtung gehen könnte. Das ist ein bisschen ein Lichtblick. Den Lichtblick habe ich bei Delfs und den habe ich bei Traun nicht, aber mal schauen, wie die Spiele dann ausgehen, wann die mal gegeneinander spielen. Die Telfer spielen in zwei Wochen am 24. April in Salzburg bei Bulls Ducks, dem Footballteam. Das Ganze ist im Livestream zu sehen und das wird, soweit Covid es will, dann ich kommentieren. Ich werde dann nach Salzburg fahren und werde das Spiel kommentieren. Freue mich schon riesig drauf. Seid dabei. Salzburg Football Team gegen Telfs Patriots, 24. April wird es stattfinden, um 15 Uhr, soweit ich richtig informiert bin. Die restlichen Ergebnisse, Vienna Vikings 2 haben wir schon gesagt, dann haben wir die Vienna Knights gegen die St. Pölten Invaders, General Invaders, knappes Spielchen, 18-14 der Sieg der Vienna Knights, auch beide Teams neu aufgestellt, sowohl die Ritter als auch die Invaders sind ja in Umbruch befindlich und ja, das ist ein normales Ergebnis, hätte man gesagt, Low-Scoring-Game, wenig Offense gewesen, auch im Livestream zu sehen.
Hochformat, Querformat, war sehr lustig, was da gemacht habt. Haben wir erste Halbzeit im Hochformat gesehen, die zweite Halbzeit dann im Querformat. Aber man merkt, alle bemühen sich, alle machen irgendwas, um in Zeiten von Corona den Fans zumindest die Spiele nach Hause zu liefern. Und wenn wir Glück haben und wenn alles gut rennt, werden wir ja vielleicht irgendwann im Mai, Juni dann wieder bei den Spielen dann in dem Stadion dabei sein können. Habe ich noch was vergessen? Honems, ja, auch das vielleicht ein Lichtblick. Die Cineplex Bull Devils, ja, ein Team, das schon mehrmals in der Bundesliga war, wieder abgestiegen ist, mehr oder weniger freiwillig einmal runtergegangen ist, jetzt auch wieder mal freiwillig runtergegangen ist. 40-7, der Sieg gegen die Raiders Tirol 2. Auch hier wird man sehen müssen, wo sie stehen, wenn sie dann in einen Vergleich treten mit stärkeren Programmen, weil die Raiders 2 sind sicherlich nicht der Gradmesser in der zweiten Bundesliga. Soweit so gut. Das waren die Ergebnisse der Division One. Ich bin der Ansicht, dass das mit der 10er Liga, auch wenn jetzt alle das wollen, ja, keine allzu gute Idee ist, vor allem nicht im Bezug dessen, was dann passiert, wenn die Teams, die jetzt aufsteigen wollen, wie Telfs, Steel Sharks wieder rauf wollen, dass auch bei den Salzburgern, ich sehe es jetzt nicht wirklich, dass die sich arg gut anstellen würden gegen die Top-Teams, aber vielleicht findet man dann ja auch spielplantechnisch etwas, um das zu umgehen, nur dann hat man auch nicht die Wahrheit am Tisch. Also man muss dann schon die großen Hunde auf die kleinen Hunde loslassen und schauen, wie tun sie die gegeneinander. Wie ist das? Vielleicht ist es auch so, und das ist eine unangenehme Wahrheit, dass wir tatsächlich in Österreich eine Vierer AFL haben und das schon seit 25 Jahren. Die besteht aus den Klosterneuburg Mercenaries, den Raiffeisen Vikings, den Levi's Graz Giants und den Papa Joe's Tirolian Raiders. So war es, wie ich kam, und so schaut es heute auch noch aus. Und je nachdem, wie es ist, werden einmal die Raiders, einmal die Vikings die Nase vorn haben. Früher waren es die Giants und die Vikings, die sich abgelöst haben. Einmal haben die Dragons dazwischen gefunkt. Ansonsten sehe ich das immer noch als schwieriges Unterfangen an, das zu realisieren. Auch wenn die Saison noch jung ist, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, wenn die Saison jetzt voranschreitet. Soweit, so gut. Trotzdem hat es mir taugt. Es waren 7 Spiele. Es ist richtig aufregend, in Österreich wieder Football zu erleben, weil, da habe ich auch was dazu geschrieben, in ganz Europa ist es anders. Ja? Also in Deutschland steht noch momentan ein bisschen alles. Da hat man jetzt Hygienekonzepte. Man hofft, dass man im Juni mit der GFL starten kann. Die ELF, diese European League of Football, die eine semi-professionelle oder professionelle sein will, dann im Juni starten. Und in Italien ist es losgegangen an dem Wochenende. Das ist mit Spanien dann, sind das die drei einzigen Länder momentan, Österreich, Italien und Spanien, die spielen. Die Franzosen haben abgesagt, die Briten haben abgesagt. Ja, in Skandinavien weiß man noch nichts Genaues, aber es ist, die Situation in Europa ist nicht unähnlich der in Österreich. In Österreich ist es so, dass wir aufgrund dessen, dass Football ein als Spitzensport gilt, erste wie zweite Liga, wie auch Nachwuchs, weil wir da ja einen Europameistertitel haben, können wir trainieren und spielen. Und das und mit sogenannten Präventionskonzepten. In Deutschland heißt es Hygienekonzept, ja. Und soweit das dann klappen wird, wird in Deutschland dann auch Football gespielt. Im Juni bleibt noch ein Thema übrig, nämlich die Österreicher im NFL International Program. Der Herr Leonel Misungobukine und Bernd Seikowitz sind jetzt fertig mit dem Programm. Der Bernhard konnte durchtrainieren über die ganze Zeit. Der Leo hat sich verletzt. Da gibt es einen Artikel mit Interview mit den beiden, die waren die Woche im Zoom mit uns, und es ist gut gelaufen. Der Bernhard kann sich Hoffnungen machen, da reinzukommen, ein Team zu ergattern. Es werden ja erneut 4 Spieler ausgewählt, die werden dann auf eine Division, die wird noch ausgesucht, aufgeteilt auf die 4 Teams. Und der Leo hat sich verletzt, hat da längere Zeit nicht mittrainieren können, glaubt trotzdem noch an seine Chance, werden wir schauen, ob das Sinn hat. Wer zu hoffen, ganz bestimmt wieder dabei sein wird, Sandro Platzkummer, der behält ja seinen Platz aufgrund von Corona, wie es ja sein Jahr verlängert. Vielleicht kriegen wir einen zweiten Österreicher dazu in einer anderen Division, bei einem anderen Team oder sogar einen dritten. Das wäre sehr schön. Und dann nächstes Jahr haben wir den Bernhard Seikowitz und den Leonel Misungamakimi und den Sandro Platzkummer nicht mehr im Puls 4 Studio, obwohl ich sie wirklich gern dort hätte. Lieber wäre es mir, ich hätte sie in der NFL auf einem Feld und könnte dann Spieler mit ihnen kommentieren, weil das war jetzt bereits der 9. Sonntag ohne National Football League. Das heißt, 9 down, 21 to go.